Eigenschaft freigeschaltet. Ist das deine Triever? Fürst zwei Hälschen bekommen. Oh wei. Wundervoll. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Nein. Wir haben gewonnen, aber verloren. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal. Dir wird schon was einfallen. Gewonnen, aber verloren. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Was? Nicht länger gebraucht? Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Ach du Schande, wo sind wir hier reingeraten? Ich versuch's noch das Unwahrscheinlichste nacheinander. Einmal Elysium sehen. Okay, laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder, aber na gut. Na dann. Noch einmal das Meer sehen. Kein Problem. Ich wollte sie sowieso ins Meer schmeißen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Kreuzer fährt jeden Moment in Porta Fisco ein. Super. Außerdem wünsche ich mir... Moment mal. Das war doch schon Ihr Wunsch. Wie kann das mein letzter Wunsch gewesen sein, wo ich doch noch einen habe? Ja. Das leuchtet mir ein. Oh je. Geld. Geld. Viel Geld. Geld? Hier gibt es kein Geld. Der Organon arbeitet unehrenamtlich. Mach nichts, hab keine Eile. Ich kann warten. Ich aber nicht. Wünschen Sie sich gefälligst was Vernünftiges. Dann... Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Dann nehme ich einen letzten Kaffee. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Putzibot, unser Held und Retter. Fliehen wir. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Interrogator? Aha. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Was? Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Rufus sollte mal auf Humor würfeln. Anspielungen. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Ach ja, Oppenbot. Der Schrank wäre ein perfekt. Leider ist er typisch und steht immer. Kann man den Hebel nicht benutzen? Ein gutes Versteck. Ach was. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Können wir hier noch irgendwie zurück zum Computer gern? Beamter im Nacken, da vorne die Spacken. Feinde ringsum. Feinde im eigenen Haus. Mir sollte jetzt aber schnell was einfallen. Sonst könnte es mir übel ergehen.
gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt versteck dich. Nichts wie in Deckung. Oh wei. Na toll. Gutes Versteck. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Gutes Versteck. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Jetzt wird er runtergeworfen. Das Wasser. Jetzt wird er vom Boot geworfen. Aha. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Und was geschieht mit uns? Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Eingeschlossen. In den Bot. In den Folterbot. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Erkennt er uns nicht? Erkennt der Rufus nicht? Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder... nein... Cletus? Wer? Weder noch. Was gestanden? Zum? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses. Die Stimme ist doch ganz und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann... Die Aufstiegscodes. Stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. Man kann dich hören. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Nein, Rufus. Nicht. Nicht die Knöpfe drücken. Das kann auch nur übel enden. Knopf, 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 Knopf. Nein, ich will nicht. Egal, welchen Knopf wir hier drücken, das kann auch hier nur... Das kann nur in die Hose gehen. Oh, verdammt. Knopf, 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 Knopf. Oh, weia. Die hier sehen ungefähr nicht aus. Den hier nicht. Verdammt. Den Knopf, nicht den. Verdammt. Entschuldiger, das bin ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Das Glas ist scheinbar nicht ganz dicht. Oh, es ist schichtdicht, meine ich. Aus! Aufhören, habe ich gesagt. Man kann uns nicht sehen. Knopf, Knopf, Knopf. Ja, wenn ich hier, dann drückt er den Knopf und so weiter. Ist ja eh egal. Oh nein. Das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was?
Warum nicht? Weil... Cole! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Cole! Cole, das wollte ich nicht! Diesen nichtsnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Cole! Lass ihn von dort! Was hab ich getan? Cole! Was hab ich getan? Ach du Schreck. Hinsichtlich Golds Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Deponia. Dort bei Deponia. Mit dem Zwergenfürst. Hier jetzt. Was? Boah, aua. Hossa und alles am Arsch. Was? Was? Die Hölle. War ja klar. Tutorial? Was zum... Welcome back to the tutorial. Das kann ich ja schon. Okay. Was tun wir hier? Ausschlag. Ja. Aha. Was? Was passiert denn hier? Können wir hier irgendwie hingehen? Ach du Schreck. Es ist ja... Ach du Schreck. Okay. Eine schöne Matscherei. Was passiert hier? Aussparung. Tja, irgendwie kommt mir das Ganze hier bekannt vor. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Ein Fehler in der Matrix. Fehler in der Matrix zu sein. Tja. Irgendwie kommt mir das Ganze doch seltsam bekannt vor. Seltsam. Für die Geburtenplätze. Das hin da drauf liegen. Oh, sehr gut. Aha. Ein Stromumkehrer. Der Stromumkehrer. Hier rein. Was zum... Aha.
Was zum... Was? Ach du Schreck. Vereist. Laserstrahlen zerschnitten. Aha. Konsole. Interessant. Ach du Schreck. Ein weiteres Rätsel. Sicherung. Okay, hier haben wir den Schläger. Hier haben wir die... Haben wir Feuer. Hier haben wir eine Kreissäge. Hier haben wir Eis. Und hier haben wir Laserstrahlen. Tja, das kann man umsortieren. Die Schraube kann ich nicht wegnehmen. Das Eis zerstören mit dem Knüppel. Und dann... Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommt. Aber was ist das? Aber was ist jetzt noch? Was das jetzt noch bringen soll? Tipp gefällig. Der Leser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Aha. Den Laser zum Schluss wieder zusammenschweißen. Ja, versuchen wir es so, oder? Können wir das so machen? Das sieht doch für mich erstmal logisch aus. Halbwegs. Sofern das hier logisch sein kann. Okay, hier haben wir die Säge. Autsch. Verbrannt. Ein Geist. Zerkloppt. Und zusammengeschweißt. Das ist nur noch ein Stück Eis. Crushed Eis. Okay. Rufus Crushed Eis. Klingt doch nach einem Merchandise-Produkt. Okay. Jetzt sollten wir uns vorher einfrieren und dann wieder auftauen. Sollten wir uns erst einfrieren, dann zersägen, dann wieder auftauen, dann wäre so eine Idee. Könnten wir mal versuchen. Als erstes einfrieren, oder wie habe ich das gemacht? Ups. Unmotivierter Rufus. Ein Geist. Zerschnitten, flammiert. Sieht nicht schlecht aus. Was, das war richtig? Nicht ganz. Aber fast. Die beiden hier vielleicht nochmal tauschen. Am Ende kriegt er noch einen auf den Deckel. Na mach hops. Da brauchst du nicht so zu seufzen. Rein mit dir. So. Ein Geist. Zerschnitten. Aufgetaut. Zusammengefügt und freigemacht. Sehr gut. Ein täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Geh ins Licht. Ja, klar. Das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Es könnte doch ein herannahender Gehzug sein. Geh ins Licht hinein.
Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Oh. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Das wäre nicht schlecht. Das würde ich auch gern verstehen. Mysteriöse sechste Anzeige. Fett, Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß. Hm. Wo ist denn meine verdammte Scheiße, Junge? Wo ist denn meine verdammte Scheiße, Junge? Aha. Okay. Dann rumfummeln können wir nicht. Okay. Na dann. Zu Fragezeichen, Fragezeichen und Fragezeichen. Was? Hey, du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Hm. Also, dahin. Okay. Da haben wir eine Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Aha. Eine Ölflasche. Haben wir hier. Ein Flakon. Was soll ich damit? Reines Leergut. Nimm doch mit. Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Tja, Wasser. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Ein Sodamix. Wasserspender. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als sprudelgrün ist. Aha. Können wir da was draufstellen? Die Ölflasche zum Beispiel? Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Hm. Aha. Ein Wasserspender. Wasser auf die Mühlen der Sinnlosigkeit. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Tja. Die Flakonöl. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Okay. Oliven. Olivenöl machen. Wenn das hier die Küche ist, bin ich... Ich nehme Oliven. Mach mein Olivenöl draus. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Schade. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Ja. Gibt doch grüne Oliven, die man essen kann. Olivenmühle. Ölmühle. Jetzt ist es eine Olivenmühle. Aha. Können wir den Flakon jetzt mitnehmen? Können wir. Wir haben Olivenöl. Wenn das hier die Küche... Aha. Ein Bohnensack. Den ganzen Sack eingesteckt. Wenn das hier die Küche... Aha. Dann gehen wir mal wieder runter.